So, dann komme ich jetzt zu meinem Vortrag für heute. Und zwar erzähle ich euch was über Gopher und den Gopher Space. Der eine oder andere kennt dieses Protokoll vielleicht noch. Also Gopher ist Englisch und heißt Erdmännchen oder Erdhörnchen oder sowas. Sieht ungefähr so aus wie das kleine Viech, was ihr da unten seht. Und ist das Maskottchen der Universität von Minnesota, die das Gopher-Protokoll entwickelt hat. Ein bisschen Struktur. Erstmal erzähle ich euch ein bisschen was über den Kontext, in dem Gopher entstanden ist, dann über das Protokoll an sich, über die Clients. Dann führe ich euch durch ein paar interessante Seiten des Gopher-Space und erzähle euch noch, wie ihr selber einen Gopher-Server aufsetzen könnt und dann habt das hinter euch. So, Gopher ist entstanden im Jahr 1991. Da sah das Internet noch so aus, dass es E-Mails gab. Es gab Usenet, also die Newsgruppen. Man konnte sich per Telnet auf irgendwelche Server aufwählen und man konnte sich per FTP Dateien holen. Das war so im Großen und Ganzen. Es gibt natürlich noch ein bisschen mehr, aber das ist das, was so am weitesten verbreitet war. Und FTP war halt echt ziemlich nervig. Warum sieht mein IBA-Internet eigentlich so komisch aus? Egal. FTP war halt schon ziemlich nervig. Man musste sich immer auf die Server aufwählen, dann irgendwie mit CD und so da drin rumfuhrwerken, mit GET sich die Dateien ziehen. Und das ist eigentlich das Problem, was Gopher lösen wollte. Gopher war nämlich ein Dokumentensystem, was ein paar besondere Eigenschaften hatte. Es war menügesteuert, es war für die damalige Zeit relativ komfortabel und es hat verteilt gearbeitet. Das bedeutet, ich konnte mich in einem Menü eines Gopher-Servers bewegen und von da aus direkt auf einen anderen Server weitergeleitet werden und da weiter surfen. War also schon so ein bisschen der Vorgänger von dem Internet, wie man es heute kennt. Gopher hat nicht lange gelebt, also 1991 hat es die Bühne betreten, 1993 kam dann der Mosaik-Browser und hat so langsam das World Wide Web in den Vordergrund geholt. Und im Vergleich zu dem, was als World Wide Web bekannt ist, war Gopher halt unflexibel. Es konnte eigentlich bloß Texte oder Dateien hin und her schicken, aber jetzt irgendwie so eine Seite, wo irgendwie Bildchen drin waren oder so, das gab es halt nicht. Deswegen war es halt auch unattraktiv und lizenztechnisch, wie das oft so ist, ein bisschen problematisch, weil die Universität von Minnesota sich überlegt hat, dass es ja eigentlich cool wäre, wenn man für die die kommerzielle Nutzung von Gopher Lizenzgebühren zahlen müsste. Was natürlich extrem clever ist zu dem Zeitpunkt, wo ein starker Konkurrent die Bühne betritt, irgendwie mit Lizenzgebühren zu winken. Das kann ja nicht gut gehen und ist es auch nicht. Das World Wide Web hat gewonnen, aber Gopher lebt im Untergrund weiter. Es gibt immer noch jede Menge Gopher-Server und es kommen tatsächlich auch noch neue dazu. Und es gibt auch so ein paar, ja, militant ist ein bisschen böse ausgedrückt, aber es gibt halt auch so ein paar extreme Vertreter der Gopher-Philosophie, weil es halt alles ganz minimalistisch und strukturiert und es gibt dieses Gopher-Manifesto, was 2000 geschrieben wurde, wo von einem Hypertext Eden im Zusammenhang mit dem Gopher-Protokoll im Vergleich zum WWW gesprochen wird, weil es halt das ideale navigierbare Interface ist und auch was allerdings ein echtes Argument ist, irgendwie auch besonders gut für irgendwie mit Braille-Terminals zu benutzen und so. Und da hat Gopher dann halt schon seine Stärken. Ja, ich wollte euch mal kurz zeigen, wie Gopher aussieht, bevor wir weitermachen. Ich habe hier eine Konsole. Und einmal gibt es dieses klassische Gopher, den klassischen Gopher-Client. Unser Internet ist so langsam, dass sogar Gopher relativ lange braucht, bis es irgendwie die Daten gezogen hat. So, Retrieving Directory. Jetzt bin ich hier auf einem relativ großen Gopher-Server. Das ist flatgap.com und da seht ihr so ein Menü. Also hier irgendwie die kalifornischen die Straßenbedingungen kann man sich da abrufen oder andere schöne Sachen. Entweder
navigiert man mit den Cursor-Tasten in diesem Menü durch oder man nimmt halt diese Zeilennummer, die vorne dran steht. Also wenn mich jetzt hier Fun and Games interessiert, dann kann ich auch 70 eingeben, Return drücken und dann sollte dieses Directory geladen werden. So. Ja. Eine alternative Möglichkeit, das zu machen, ist mit Lynx. Das ist dann wenigstens schon mal ein bisschen bunt. Zu der Zeit, wo halt das WWW ein bisschen an Boden gewonnen hat, konnten noch alle Webbrowser auch Gopher-Protokoll sprechen. Und man hat Gopher beigebracht, auch HTML-Seiten auszuliefern. Aber leider hat das auch nicht geholfen. Also gopher.flatgap.com. Das ist dann dieselbe Seite, wo wir eben waren. Das ist dann schon mal ein bisschen bunter. Und man sieht, dass vor diesen Links, die es da gibt, so Markierungen sind. Also Directory oder hier Fragezeichen ist eine Query, die man absetzen kann. Da kommen wir später nochmal zu. Jeder Link, den es da in so einem Gopher-Menü gibt, hat einen Item-Type zugeordnet. So, und die optisch am ansprechendste Variante ist natürlich irgendwie mit einem modernen Browser. Das ist jetzt der Firefox mit Overbyte FF Plugin. Das ist Gopher-Unterstützung für Firefox. Und das ist wieder dasselbe Menü wie das, was wir eben gesehen haben. Und da gibt es dann halt auch schon so Sachen wie, dass man sich die Dokumente inline angucken kann, indem man sie einfach aufklappt und das Menü nicht verlassen muss. Wenn unser Internet nicht so langsam wäre. Ja, so hat das damals ausgesehen. So, also ein Hyperlink-Garten eben, wie man gesehen hat. So, das Protokoll an sich ist extrem einfach. Also der Grund, warum ich diesen Vortrag halte, ist eigentlich Else, der irgendwie wir haben da im Check rumgesessen und irgendwie sind wir auf Gopher zu sprechen gekommen und irgendwie, ich weiß nicht warum, hat Else gemeint, bloß weil ich FreeBSD benutze, müsste ich mich auch mit veralteten Protokollen auskennen. Erstaunlicherweise habe ich tatsächlich schon mal mich ein bisschen mit Gopher beschäftigt und fand es damals auch ganz cool und habe mich jetzt noch mal ein bisschen reingefuchst für diesen Anlass. Gopher ist im RFC 1436 spezifiziert und ein Satz, der wortwörtlich so in diesem RFC drinsteht, ist Simplicity is intentional. Also dieses Protokoll war auch nicht dafür vorgesehen, erweitert zu werden, sondern es sollten bloß neue Dokumenttypen hinzugefügt werden. Was Gopher macht, ist entweder Menüs oder Items auszuliefern, wobei Items normalerweise Dateien oder weitere Directory-Listings sind, also wieder neue Menüs. Und jedes dieser Items hat einen Item-Type zugeordnet, was ein Character, ein Byte ist. Und da gab es diverse Item-Types, die man benutzen konnte. Die grundlegende Kommunikation sah aber so aus, dass wenn man ein Menü abgerufen hat, hat man immer eine Zeile gekriegt, wo irgendwie der Item-Type, dann irgendwie ein Name, mit dem der Benutzer auch was anfangen konnte, ein Tab, dann der Pfad, wo man dieses Item findet, ein Tab, der Host, auf dem das liegt, ein Tab, der Port und dann Carriage Return Line Feed und dann kam die nächste Zeile. Das kann man, wenn ich hier nochmal kurz hingehe, auch sehen. Ich habe mir hier jetzt gerade einen eigenen kleinen Gopher auch aufgebaut. Und wenn ich da mal Gopher Localhost aufrufe, dann sieht man ein ganz einfaches Menü, was drei Verzeichnisse beinhaltet. Und wenn ich da jetzt mal rausgehe und mich da per Netcat drauf verbinde, dann kann man sehen, was da passiert. 70 ist der Standardport für das Gopher-Protokoll. Und wenn ich jetzt einfach nur ein Carriage Return Line Feed sende, dann bedeutet das im Gopher-Protokoll sozusagen, gib mir mal alles, was du in deinem Root Directory hast. Das mache ich jetzt mal. Und dann kommt das zurück. Das vorne seht ihr immer eine 1, das ist der Item Type für Directory. Dann 1-Vanilla, 2-Links, habt ihr vorhin in dem Menü gesehen, ist das, was dem Benutzer angeboten wird. Und dann das Verzeichnis, auf das wirklich verwiesen wird. Dann Oshi Local ist mein Rechner und Port 70, weil es halt auf Port 70 ist. Ich kann das hier nochmal kurz zeigen. Also ist ein bisschen merkwürdig, dass da irgendwie dieses erste Character entscheidet, was da als nächstes kommt. Aber irgendwie ist es auch ganz simpel und leicht zu verstehen. Es gab jede Menge von diesen Item-Types.
Prinzipiell war vorausgesetzt, dass ein Gopher 0 und 1 versteht, also eine Plaintext-Datei und ein Directory soll es schon können. Alle bisher bekannten Gopher können angeblich laut Wikipedia 0 bis 9 verstehen, wo dann auch so Sachen wie irgendwie Telnet-Sessions und so dabei sind. G für GIF-Images, H ist dazugekommen, als dann so langsam das WWW aufgekommen ist, damit man auch HTML-Files ausliefern kann. Und was ganz... Ja? Kann das Ding auch Flash? Nee. Kein Flash. Was ganz wichtig ist, ist I. Weil man kann halt nur so Menüzeilen ausspiegeln. Man will aber halt vielleicht auch einfach nur mal Text anzeigen, wie man auch in diesem... in dieser Seite, die ich da vorhin hatte, diese hier sieht, da ist oben so ein bisschen Beschreibungstext und dann ist auch so ein bisschen strukturiert, indem da irgendwie mit ASCII wenigstens mal eine Linie gezeichnet ist mit einer Überschrift und so. Und damit man das machen kann, ist der Item-Type I eingeführt worden. Das ist eine Informational Message und sieht eigentlich genauso aus wie ein Link, also ist auch so mit diesen tab-delimitierten Feldern aufgebaut. Es interessiert aber eigentlich bloß der Text, der vorne steht, der dem Benutzer angezeigt wird. Und damit kann man dann so schöne ASCII-Art-Seiten aufbauen. Eine Besonderheit sind halt der Typ 2, 7 und 8. Das sind die einzigen Möglichkeiten, irgendwas Interaktives mit dem Gopher zu machen. Also 2 und 7 sind Suchabfragen, die dann auch ein bisschen das Protokoll wechseln und dann mit einem Suchserver oder einem CSO-Server reden, wobei CSO irgendwie das System ist, was die Universität von Minnesota zur Mitarbeiterverwaltung verwendet hat. Da konnte man dann so Telefonnummern und so mitsuchen. Oder man konnte halt Telnet-Sessions aufmachen. So, Clients habe ich schon gerade eben kurz gezeigt. Da gibt es einmal textbasiert Gopher und Lynx. Und dann grafisch gibt es eigentlich hauptsächlich die Sachen vom Overbyte Project. Das ist irgendwie so eine Organisation oder ein Projekt, was sich dem Weiterbestehen des Gopher Space verschrieben hat und dieses Overbyte FF Plugin für Firefox geschrieben hat. Es gibt auch für Chrome eine Lösung, die nicht ganz so schön ist, die halt über einen Proxy geht, wo alle Adressen irgendwie umgeschrieben werden, dass sie über einen Proxy gehen und dann in HTML umgewandelt werden. Und vom Overbyte Project gibt es noch ein bisschen mehr. Da gibt es dann irgendwie auch noch für Android irgendwas, das man im Gopher Space rumsurfen kann und so. Also da könnt ihr euch voll austoben mit jedem Gerät, was ihr habt. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann geht man halt über einen Gopher Proxy und surft über HTML. So. So viel zu Gopher an sich. Erzähle ich noch ein bisschen was zum Gopher Space. Der Gopher Space ist halt der Verbund aller Gopher Server. So wie wir vom Internet oder vom World Wide Web reden, hat man beim Gopher halt vom Gopher Space gesprochen. Und eigentlich habe ich geplant, euch einen kleinen Quick Trip to Gopher Space zu geben und euch ein paar interessante Seiten zu zeigen. Ich will es auch nicht zu lang machen, aber ich kann euch sagen, als ich angefangen habe, mich dieses Wochenende wieder in diesem Gopher Space zu orientieren, war ich ein bisschen geschockt. Also zumindest einige dieser Server sind äußerst abstrus. Fliegen irgendwelche uralten Verschwörungstheorie-Textdateien oder epische Survival-Guides, wenn der Atomschlag kommt und die Zivilisation zusammenbricht. Wundversorgung für Anfänger. Also ich habe da inzwischen so ziemlich alles gefunden, was ich niemals sehen wollte. Aber es ist halt alles nur in ASCII. Vielleicht auch besser. Ja. Was? Gibt's Code C? Code C? So, ich benutze jetzt einfach mal den Lynx-Gopher und gehe wieder auf diesen Flatgap. Also gopher.flatgap.com ist so die beste Einstiegsseite, die man ins Gopher Space finden kann. Und da findet man dann zum Beispiel diese Fun and Games, wo ich eben schon mal kurz war. Und Fun and Games ist irgendwie ganz cool. Da hat nämlich irgendjemand ganz kreativ ein Twitter-Interface geschrieben, so dass man auch nicht seine Twitter-Timeline, aber die Tweets von bestimmten Personen lesen kann. Es gibt einen XKCD, der ins Gopher Space exportiert wird.
hier ist dieser Twitter-Client. Unser Internet ist langsam. Das ist von @drlinguist. Das ist der Typ, der das Ding geschrieben hat. Das sind hier jetzt die einzelnen Tweets. Die Dinger, die als Directory ausgespiegelt werden, haben Mentions drin. Und wenn ich da jetzt reinwechseln würde, würde ich halt die Tweets von dem Typen, der gementioned wurde, sehen. Das ist irgendwie schon ganz cool. Und natürlich kann man auch über eine Query, das ist jetzt der Item Type 7, den ich da aufgerufen habe, kann ich jetzt zum Beispiel mal unterstrich blabber unterstrich eingeben und dann kann man sehen, was ich so in letzter Zeit so getwittert habe. Und so findet man auch relativ moderne Dinge merkwürdigerweise im Gopher-Space wieder. Was mich auch erstaunt hat, war, dass unsere Kollegen vom Entropia anscheinend auch relativ aktiv sind in diesem Gopher-Space. Wenn ich auf der Startseite von Flatgap bin, kann ich nach New-Servern suchen. Naja, Gopher VR war auch irgendeine abgefahrene Idee, dass man sich ja auch in Virtual Reality durch den Gopher-Space bewegen könnte. Da gibt es dann auch schöne Screenshots von, das ist schon ziemlich abgefahren. So, New Gopher Server sind 1999, das letzte Mal im September 2012 aktualisiert. Das ist eine Liste, wo man sich eintragen lassen kann, wenn man einen neuen Gopher Server aufsetzt. Und da finden wir jetzt zum Beispiel, wenn das Internet nicht so langsam wäre, ist schon ein bisschen schockierend. Das ist nicht langsam, wir sind zu schnell. Ne? Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass der Kunde früher aufgeht. Da gibt es hier zum Beispiel den Planet Entropia, der im Gopher rumschwirrt. Ich habe da extra nochmal geguckt, das ist auch aktuell. Also da werden die Blogs der Entropia-Mitglieder im Gopher-Space syndiziert. Gesündigt. Er hat ein bisschen Probleme mit Umlauten und so, aber das sind jetzt die einzelnen Blog-Einträge, in die ich reingucken könnte. Weiß nicht, was? FreeBSD oder Gopher? Beides. Mögen wir nett ist auch ganz interessant. Da hat der Entropia anscheinend bis 2011 mal ihr Wiki rein exportiert. Da kann man hier, wenn man zu G geht, kann man irgendwie so alte Eintragungen zur GPN und so finden. Die GPN 12 ist leider nicht dabei. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie irgendwann aufgehört haben, diesen Dienst zu betreiben. Und ja, es ist, also dieses Gopher Space ist ganz schrecklich. Ich habe mir hier extra mal eine Seite gelinkt. 100 Wege, den Tod zu vermeiden. Das ist eine meiner Lieblingsseiten im Gopher Space inzwischen geworden. Wo es irgendwie am Anfang so losgeht, ja, die Ärzte sagen ja alle, wir müssen irgendwie Diät halten und so, aber man kann auch, wenn man sich mal so die amerikanische Folklore angibt, gibt es ganz einfache Regeln, nämlich 100 Stück, mit denen man länger leben kann. Und da stehen dann so wunderschöne Dinge dabei, wie dass man keinen Besen auf sein Bett legen soll, Nummer 2. Oder was durchaus auch ganz vernünftig ist, Nummer 17, keine Äxte, Schaufeln oder scharfe, kantige Gegenstände in ein Haus reintragen. Ich verstehe zwar nicht der Nachsatz, wenn man dann mal drinne ist mit den Gegenständen, soll man durch dieselbe Tür wieder rausgehen, durch die man reingegangen ist. Also das ist echt interessant. Ja, und eine Frau, die ihr eigenes Hochzeitskleid macht, wird es niemals tragen, lebendig. Traurig, aber wahr. Oder auch nicht. Also, da gibt es wirklich abstruse Sachen. Okay. Ich würde sagen, wenn euch das interessiert, installiert euch Overbyte FF, geht auf die Flatgap-Seite. Die wird, glaube ich, auch automatisch aufgerufen, wenn man dieses Plugin installiert hat. Und guckt euch da einfach mal selber ein bisschen um. Es ist großartig.
Wenn man selber einen Server aufsetzen will, gibt es zwei moderne Gopher-Server zurzeit. Das ist einmal Bugtooth. Das ist das, was zum Beispiel von Flatgap auch verwendet wird, ist in Perl geschrieben. Oder den Python-Gopher-Daemon, der in Python geschrieben ist. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe hier meinen eigenen Laufen, in dem ich diese drei Verzeichnisse habe, wo ich einfach mal kurz zeigen wollte, was so die drei grundlegenden Arten sind, wie man so einen Server betreiben kann. Einmal habe ich hier ein Verzeichnis Vanilla, in dem eigentlich nur Verzeichnisse drin sind, wo wieder irgendwelche Dokumente drin liegen. Und wenn wir da kurz reingucken, sieht man, dass diese Verzeichnisse einfach so im Dateisystem existieren und auch die Dateien, die ausgeliefert werden, tatsächlich da sind. Also diese Cache-Dateien ignorieren wir da jetzt einfach mal. So, dann kann man es ein bisschen weiter treiben, weil es ist ja ein verteiltes Dokumentensystem. Das heißt, man will nicht nur Sachen zeigen, die man bei sich selber auf der Festplatte liegen hat. Das ist dasselbe Verzeichnis mit einer sogenannten Linksdatei mit drin. Und in dieser Linksdatei sind Links beschrieben. Zum Beispiel einmal zu diesem Textdokument 100 Wege, den Tod zu vermeiden. Oder auf das Root-Verzeichnis von dem Flatgap-Server. Und das sieht dann so aus, dass ich eigentlich genau dasselbe habe wie vorher auch, nämlich meine Verzeichnisse, und ich habe zusätzlich noch eine .datei mit drinne liegen, die Links heißt, und wenn ich in die reingucke, dann sind da diese Links aufgeführt mit einem Namen. Da muss ich sagen, was für ein Item-Type ist es. Also dieses Flatgap-Ding ist halt ein Verzeichnis, muss ich Type 1 angeben. Das andere war eine Textdatei, ist Type 0, muss man wissen. So, und die dritte Möglichkeit ist, die Seite einfach komplett selbst zu gestalten. Das ist so, so Webdesign-mäßig eine Gopher-Map-Datei anzulegen. Das kann dann so aussehen, dass man dann hier irgendwie so fancy Überschriften hat. Und eigentlich hat es auch noch oben schönen Titel, den ich extra mit Figlet zurechtgebastelt habe, aber den will Lynx jetzt anscheinend nicht anzeigen. Und das sieht dann so aus, dass ich immer noch dieselben Verzeichnisse habe wie vorher, aber ich habe eine Gopher-Map-Datei da mit drin liegen. Und wenn ich in die reingucke, dann wird es abgefahren. Also das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, weil das mein Figlet ist, was nicht ganz in die Terminalbreite passt. So, und hier sieht man dann so diese Link-Einträge und so eine Zeile, die ihr da seht. Also alles, was kein Tab drin hat, ist Informational Text, wird also mit dem Item-Type I über das Protokoll übermittelt. Und alles, wo ein Tab drin ist, ist halt ein Menü-Eintrag, der angeboten wird. Und da ist es tatsächlich auch so, wie wir gesehen haben, als wir ins Protokoll reingeguckt haben, dass das erste Zeichen wieder bestimmt, was es ist. Also der Type. Unten hier bei Images seht ihr das unrealistische Main. Hat ganz vorne ein G, das heißt nicht Gunreal, sondern das ist die Information, es ist ein GIF mit, und der Benutzer soll Unrealistic Meme sehen und dann die Information, wo diese Datei zu finden ist. Und ja, eigentlich schreibt man da die Sachen so rein, wie sie am Ende auch über ein Socket gehen. Das ist, fand ich irgendwie ganz lustig. So, jetzt habe ich den Wunsch vernommen, einmal kurz das Ganze noch, damit man mein schönes Figlet auch sieht, einmal im Firefox anzuschauen. Das sieht dann so aus, das ist Blubbers Gopher Hole. Lied natürlich, Fun mit PH und dieses unrealistische Meme, keine Ahnung, hat irgendein Raumzeitlaborant mal erstellt. Ich weiß nicht, ob er mir damit was sagen wollte oder nicht. Ja, das war's dann aber auch schon. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Wenn nicht, bin ich fertig. Die ist so ein bisschen Meta. Also hast du die 1,21 Gigawatt schon zusammen?
The fuck?